sportlich elegant durch den Alltag, das ist das, was das Riese Müller Nevo 4 ausmacht. Wir haben es euch schon ganz oft gezeigt in der Vario-Version, in der Roloff-Version und jetzt wollen wir es euch mal ganz klassisch zeigen als Nevo 4 GT Touring. Ja, hi Leute, das ist der Lucien. Ich bin der Tobi und das ist das Nevo 4 GT Touring. Vario zeigen wir oft, Touring eigentlich selten. Warum eigentlich? Tja, weil Riese Müller das Rad ist, wo eine absolute Verbindung mit Riemen und dementsprechend auch der Vario-Schaltung gegeben ist. Weil wenn man Riese Müller hört, dann denkt man direkt immer so an diesen, ich muss nichts machen, Komfort. Und bei der Roloff ist es dann meistens schon wieder sau abgefahren, weil es halt von der Preislage sehr hoch ist. Und wenn wir euch Riese Müller Räder auf unserem Kanal zeigen, dann ist es oft so, dass es die Vario ist. Aber die Touring-Version, also die mit der Kettenschaltung, wird auch sehr oft bei uns gekauft oder ja, angefragt, testgefahren oder bestellt, weil das halt die Schaltung ist, die noch erschwinglich ist. Es ist so das Einstiegs- bzw. das günstige Modell. Und es hat halt auch diese Vorzüge von einer hohen Spreizung. Das heißt, für die Leute, die mehr im bergigen Bereich wohnen, hier Pfalz, Saarland, Taunus, ja, das ist halt einfach, dann habe ich noch mal ein bisschen mehr, wenn mir das mit der Rolo vielleicht ein bisschen zu teuer ist, ne? Das ist halt so, jeder kennt die Kettenschaltung. Kette ist auch günstig zu auszutauschen. Bei der Enviolo ist dann oft oder bei der Roloff, entweder kommt es bei der Roloff nicht dazu, dass man was machen muss, und wenn, dann ist es halt eine größere Geschichte. Genau, also das ist dann tatsächlich so das Thema. Wir erzählen es ja immer, also die Vario-Version mit der Enviolo und dem Gatesriemen, sehr, sehr wartungsarm, ist definitiv so. Aber wenn ihr da mal die Riemenscheibe und ja, den Riemen tauschen müsst, dann sind das gleich ein bisschen mehr Kosten. Dass das in der DNA drinsteckt vom Nevo, der Riemenantrieb, das seht ihr schon an der Kettenstrebe. Die ist hier ein bisschen hochgesetzt. So brauchen wir nämlich hier keine Rahmenöffnung, wenn wir einen Riemen haben. Hier ist es tatsächlich egal, aber da kann man trotzdem halt einfach das Rad nach unten wegnehmen. Der Riemen lässt sich hier aushängen, deshalb diese hohe Kettenstrebe. Ist auch von Fahreigenschaften richtig cool. Ja, das seht ihr schon so ein bisschen. Dafür ist das Rad auch gedacht. Aber mit der Kettenschaltung, wie wir es hier haben, macht es mir persönlich tatsächlich ein kleines bisschen mehr Spaß, weil hier ist es halt so, ich kann auch mit geringer Unterstützung oder sogar ohne Unterstützung auf dem Geraden durchaus mal ein bisschen schneller fahren, weil ich eben weniger Reibung habe als bei der Nabenschaltung. Also das ist bei der Kette, da ist die einfach immer noch so ein Stückchen vorn, auch wenn ich hier mehr schmieren muss, wenn ich mich ein bisschen, ja, wenn ich ein bisschen mehr in die Reparaturkosten reinstecken muss, overall, ist es halt definitiv so, es läuft einfach ein bisschen leichter, ne? Was halt hier interessant ist zu sehen, wenn man mal ein bisschen sich auf die Details konzentriert. Wir haben ja oft bei Rädern, die eine Kettenschaltung haben, hier so eine Strebe, wo dann halt der Schutz ist fürs Hosenbein, fürs Kleid oder für irgendwelche Sachen, die halt nicht verschmutzt werden sollen. Das brauchen wir hier gar nicht, weil diese Kettenstrebe hier hinten sau hoch gezogen ist. Das heißt, die Hose kommt fast gar nicht dran. Und hier am Ende ist hier noch, also vorne am Kettenblatt, ist ja noch hier noch so ein Kunststoffding, was das nochmal so schützt. Und das ist halt auch nicht zu vernachlässigen, dass man halt, wenn man gerade damit zur Arbeit fährt, durch die Stadt irgendwas einkaufen geht, dass man da keine Angst haben braucht, dass die Hose irgendwie von Ölflecken überzogen wird. Und ja, das Rad gibt auch dadurch nochmal eine sportliche Form. Also es sieht, man erkennt direkt, dass es hier ein Nevo ist von Riese Müller, ist auch der. Ja, das Topseller-Rad, muss man ganz klar sagen. Die Version Touring und Vario wird mit Sicherheit die stärkste sein in der GT-Version. Und ja, deswegen lohnt es sich mal auch so ein, sag ich mal, so ein Standardrad, was jetzt nicht total special ist, mal genauer zu beleuchten, weil das ist am Ende des Tages das Rad, was wirklich verkauft wird. 5.199, also knapp über 5.000 Euro. Und das kaufen sich die meisten Leute. GT ist dann einfach nochmal ein bisschen besser ausgestattet. Wenn es jetzt kein GT wäre, würde man es schon für 4.649 kriegen. GT-Version nochmal kurz, das ist dann keine Stahlgabel, sondern eine Luftfedergabel.
Ich habe halt vorne die fette Magura 4-Kolbenbremse, die nochmal ein bisschen stärker zuhaut. Und was habe ich sonst noch bei einer GT-Version? Die deutlich breiteren Reifen. Das ist auch das, was sehr viel Komfort natürlich ausmacht. Wenn ich hier 2,35 Zoll habe, das ist schon ordentlich breit. Da habe ich ganz viel Federung schon einfach durch die große Luftkammer, die ich dann dadurch erzeuge, durch die großen Reifen schon mit drin. Gibt es stollig als GX-Version oder wie hier jetzt mit einer Straßenbereifung, ist dann der Reflexstreifen immer schon mit integriert. Also sieht auch elegant und schlicht aus, ohne irgendwelche Katzenaugen. Das kommt mit der GT-Version halt auch immer mit, dass wir eben die breiteren Reifen verbaut haben. Ja, ist für die meisten das Wichtigste, dass es breite Reifen halt hat. Und dass die Nicht-GT-Version hat dann 28 Zoll Laufräder. Hier sind es halt 27,5, die Plus. Was kann man hier sonst noch großartig durchkonfigurieren, wenn man jetzt bei der Touring-Version ist? Also der RX-Chip, den haben wir hier mal weggelassen für 150 Euro. Der ortet das Rad. Ansonsten haben wir hier auch weggelassen, dass hier ein Kiox-Display ist, kann man eh nachrüsten, spart man sich auch nochmal 120 Euro. Ist jetzt nicht einstellbar, der Vorbau, Genau. aber der ist eh so hochgezogen, dass er recht komfortabel ist. Und wenn ihr dann nochmal einen komfortablen Lenker haben wollt, der eine stärkere Kröpfung hat, also einen Backsweep hat, dann kann man das auch noch ändern. Aber hier jetzt starr, weil der eh schon sehr komfortabel und hoch ist. Mit dem großen Kiox 100, Intuvi 100 Display. Und das ist für viele Leute absolut zweckmäßig und ausreichend. Genau, ist der Nachfolger vom klassischen Intuvia, wie wir es die Jahre zuvor immer gehabt haben, war immer das meistverkaufte Display im Trekking-Bereich, einfach weil es groß ist, gut ablesbar ist. Ganz simpel in der Bedienung, ist überhaupt nichts großartig dran. Wer es da ein bisschen luxuriöser haben will, ein bisschen ausführlicher haben will, wie gesagt, Kiox 300 oder 500, ist dann auch kompatibel mit dem Smartphone-Grip, die Halterung, dass wir dann eine Stufe drüber. Hier jetzt mal so eher in der Basic-Version. Ja, gut, im Kloppen-Konfigurator kann man Stand April 24, wo wir drehen, noch immer nicht das Kiox 500 dazu konfigurieren. Keine Ahnung warum, beim D-Lite 4 geht's. Wir bekommen es hin. Wir kriegen es auch hin. Noch ein vierter Fakt, warum man beim GT vielleicht noch mal ein bisschen mehr Spaß hat. Man hat halt ein Fernlicht. Das habt ihr beim Nicht-GT halt nicht. Da habt ihr die Supernova ohne diesen Fernlichtknopf, wo auch ziemlich stark und okay ist, ne, und gut ist, leuchtet weit und stark, und hier habt ihr aber trotzdem nochmal das Fernlicht. Ja, das werdet ihr im Winter oder Herbst, Frühling oder wenn ihr halt morgens, abends fahrt, schon sehr zu schätzen wissen. Can Creek Soundbuster in der, ja, in so einer Sattelstütz-Version hier drin. Das Übliche, ihr kennt das. Riese Müller hat sich zwar jetzt schon geöffnet zu anderen Herstellern, wie beim Tinker 2, aber im Großen und Ganzen wird eher die Ken Creek Sattelstütze verbaut. Genau. Das Herzstück von der Touring-Version ist natürlich die Schaltung. Wir haben sie vorhin schon kurz gezeigt. Ich finde sie richtig toll, die Version, die hier verbaut ist. Eine 11-Gang-Qs, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ich habe jetzt einfach ge Genau. Sind wir von der Bandbreite richtig breit aufgestellt. Wir haben ein bisschen dickere Kettenblätter, auch eine dickere Kette. Qs ist ja die E-Bike-Gruppe von Shimano, relativ frisch rausgekommen. Nutzt sich also nicht zu schnell ab, auch wenn wir so mit dem CX fahren, wie es jetzt hier der Fall ist. Die geht auch so ein bisschen sanfter rein. Also dieses Knallen, was ihr quasi von den HG-Kassetten kennt, von klassischen Shimano-Kassetten, das habt ihr hier nicht so. Hier dauert es einfach ein paar Umdrehungen mehr, bis der Gang dann runterfällt oder hochgezogen wird. Ist alles ein bisschen smoother, aber natürlich nicht so direkt, wie es bei der klassischen Mountainbike-Schaltung kennt und braucht. Aber so in der Trekking-Version ist es natürlich so umso besser. Jo, was halt bei dem Rad so besonders ist, in einer nicht besonderen Version, wie wir es hier haben, ist der Fakt, dass das Rad sich selbst mitbringt. Das heißt, das Rad hat jetzt nicht einen besonderen Hype, ist jetzt aber auch nicht irgendwie ein 0815-Rad. Es ist halt das Rad von Riese Müller, weil es halt von den Fahreigenschaften für sich selbst spricht. Das heißt, ich würde so weit gehen, dass ich sagen würde, das Nevo 4 GT ist so als Hardtail-Trekkingrad der Goldstandard unter den Tiefeinstiegs-Trekkingrädern, E-Bikes. Weil ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was es da Besseres gibt. Aber wir sind der Meinung, oder viele andere Kunden sind auch der Meinung, dass das Rad sich am sichersten anfühlt, beste Fahreigenschaften hat
und im Gesamten einfach das rundeste Tiefeinstiegs-E-Tracking-Rad am Markt momentan ist. Genau, und das erleben wir tatsächlich täglich auch im Geschäft. Also ihr kennt uns ja, wir haben ganz viele Marken. Es ist nicht so, dass wir ja die Riese-Müller-Trommel schlagen müssen. Es ist halt einfach so, gerade wenn Leute ein bisschen unsicher sind, gerade mit den großen, schweren E-Bikes so ein bisschen Berührungsängste haben. Das Nevo ist das Rad, da kann sich eigentlich jeder draufsetzen, kann sofort losfahren. Hat einen super Schwerpunkt, das Fahrrad, schön tief, also da schwimmt nichts, da flattert auch nichts in der Kurve, alles super stabil. Und das ist das halt, was das Rad am allermeisten auszeichnet. Du sitzt dich drauf und es ist sofort ein richtig, richtig geiles Fahrgefühl. Ja. Abus-Rahmenschloss darf dann natürlich auch nicht fehlen bei so einem hochwertigen Premium E-Pedelec, also beziehungsweise ja, das ist immer schön mit dabei. Da könnt ihr eine Schlosskette mit reinstecken. Vorne könntet ihr auch einen Frontloader dran machen, das ist typisch Riese Müller ja so ein bisschen etabliert hat. Haben wir jetzt mal hier nicht. Also wir haben hier, will ich nicht sagen, Sparversion, weil sonst hätten wir eine Nicht-GT-Version, aber so eine Vernunft-Version, würde ich sagen. Also böse Zungen werden jetzt sagen, die Langweiler-Version. Aber das ist halt das, was am meisten über den Ladentheke geht. Ihr könnt hier einen 600er Akku reinmachen, der kostet dann 200 Euro weniger, dann seid ihr sogar bei unter 5000. Hier haben wir uns natürlich für 750 Wattstunden entschieden, weil ihr wollt es halt immer dick und groß haben. Ne? Also. Genau, hat sich einfach gezeigt, der große Akku ist der beliebteste. Kann ich auch verstehen. Reichweitenangst bei so einem schweren Bike ist nicht ganz unbegründet. Wenn du mal liegen bleibst, macht es nicht so viel Spaß. 28,7 Kilo, bevor jetzt irgendwer sagt, ey, ihr habt das wieder vergessen. Dann haben wir ein Systemgewicht, was früher bei 140 Kilo lag. Also Systemgewicht ist ja Fahrer, Fahrerin mit allem drum und dran, Rucksack, Satteltaschen und dem Bike selber. Hier sind wir jetzt mittlerweile nicht mehr in dieser Situation, dass wir uns entscheiden müssen, Heavy Duty, wo dann auf 160 Kilo ist, aber dann mit glatter Bereifung und so Stahlpedalen und sonst was, sondern alle Räder, die Nevo 4 heißen, haben 160 Kilo Systemgewicht. Und das ist halt ja auch schon mal eine feine Sache, weil ihr könnt dann trotz eures hohen Gewichts, sagen wir mal, ihr seid 190 cm groß, habt dann irgendwie gute 130 Kilo, dann passt das noch, dass ihr damit ohne Wenn und Aber mit einem guten Gefühl in die Kurve mit 70 Sachen fahren könnt und habt noch Stollen. Ob man das machen soll, weil Stollen in der Kurve ist mal eine andere Sache, aber ihr könntet Stollen fahren, was halt vorher bei dem Nevo oder Nevo 3 nicht ging. Jo, drei Farben. Hier haben wir das Dark Gray Matt, dann gibt es noch so ein Red Dynamic, das ist so glänzender Glossy Rotlack, so ein bisschen ja, dunkelrot, Weinrot fast schon, ja, nicht so ganz. Weinrot, Metallic, so die Richtung, ein Ja, bisschen. bisschen helleres Weinrot und ein Weiß. Jo, das heißt bestimmt auch irgendwas Krasses. Crystal White oder so. Crystal White oder Pearl White. Ja, also am liebsten ist, glaube ich, den meisten die hier Farbe. Und dann bettelt sich so rot mit weiß. Ja, was gibt es sonst noch zu dem Rad zu berichten? Was man hier reinhauen könnte, wäre halt ABS. Dann hätte man halt ein Bremslicht noch mit einer Vierkolbenanlage hinten noch. Und ansonsten ist eigentlich gar nicht so viel Krasses, was man hier noch hätte draufpacken können. Weil mit der Kettenschaltung ist man bei 6, glaube ich, irgendwie am Ende auch viel Geld. Aber dann ist auch nicht mehr drin. Ich glaube, das teuerste Nevo, was wir konfiguriert hatten, war mal irgendwas mit 8 oder 9, mit einem Rohloch oder sowas. Ich weiß es aber nicht Ja, mehr. so der Bereich. Ja, also kurz zu den Farben nochmal. Wie gesagt, das Dunkelgrau mit Abstand am meisten verkauft. Was dann gerne dazu genommen wird für so einen Farbakzent, ist eine schöne Satteltasche für hinten dran. Da haben wir die Aufnahmen auch schon dafür da. Das heißt, wenn ich hier jetzt eine bunte Ortliebtasche dranhänge und da mal Lust auf einen Farbklecks habe, ist das natürlich super möglich. Das ist immer gern genommen, das Fahrrad so ein bisschen klassisch, aber dann die Satteltaschen extrovertiert. Sieht dann immer richtig schick aus. Genau. Dann hätten wir es, glaube ich, oder? Ich glaube, wir sind durch. Schreibt uns gerne in die Kommentare, ob euch das Rad zu gewöhnlich ist oder ob ihr auch sagt, das ist der Goldstandard von den Trekkingbikes. Bei uns ist es relativ eindeutig im Laden, aber vielleicht ist es anderswo ja ein bisschen anders. Dann bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao.